heute in Trio d'Iroise stellt vor. Reisen wir nach Frankreich mit dem Komponist und Kontoradmiral aus der Bretagne, Jean Crass. Erstmal gibt es etwas ganz Besonderes mit ihm. Er ist genauso berühmt für seine Komposition als für seine Erfindung La Règle Crass. La Règle Crass ist ein Winkelmesser, das man nur heutige Tage nutzt. Damit kann man seinen Weg auf eine Seekarte planen. Durch seinen Beruf als Unteradmiral ist seine Musik aus allen Ecken der Welt inspiriert. Er kann zum Beispiel eine Habanera für Geige und Klavier schreiben oder eine vierte Kadenz mit orientalischen Farben in seinem Trio. Ganz wichtig in seinem Leben ist auch seine Beziehung mit dem Komponist Henri Dubac. Henri Dubac sieht Jean Crass wie seinen Sohn und durch eine sehr produktive Korrespondenz bringt er ihm wichtige Ratschläge. Trio von Jean Crass besteht aus vier Sätzen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im ersten Satz vertont der Komponist seine Zeit auf See. Man hört das Rauschen der Wellen und das Knattern des Motors. Der zweite Satz ist geprägt von seinen Erlebnissen in den französischen Kolonien Afrikas, während der Anfang noch eine Hommage an Beethovens Streichquartett Opus 131 ist, bildet den Höhepunkt des Satzes eine arabisch anmutende Kadenz für Geige. Im dritten und vierten Satz lebt man sich wieder in seiner Heimat der Bretagne, bei einem Glas Cidre und gut gelaunter Volksmusik in einer Kneipe in Brest. Der junge Kompositionsschüler Jean Crass bekam von seinem Lehrer die Partituren der Beethoven-Streichquartette mit auf seine langen Seereisen, um sie dort fleißig zu studieren, während man im Rest des Schiffes wohl eher die Bibel konsumierte oder sich gar ein Schnäpschen zuprostete. Thank you.